Schön, dass ihr da seid. Ich bin Charlie, das ist Nenya. Einmal Applaus für unsere Mutter. Wir sind heute nochmal hier und tanzen für euch zur K-Pop Genre. Das ist koreanischsprachige Popmusik. Wir heißen NTJD, wir sind eine Tanzgruppe. 2019 gegründet. Und jetzt das dritte Jahr in Folge auf der Kieler Woche. Wir tanzen in 5 verschiedenen Untergruppen, die ich jetzt einmal bitte vor die Bühne bitte. Super. So, wir haben heute verschiedene Mashups für euch vorbereitet, also aneinanderfolgende Songs mit verschiedenen Stilen zum K-Pop-Genre, die wir euch heute präsentieren wollen. Alle haben unterschiedliche Tanzstile, aber zusammen harmonieren wir hoffentlich trotzdem. Was heißt hoffentlich? Tun wir. So, wir starten auf der Seite mit Roots. Mirko, unsere Union Mates, dann Biu und Ames. Und mit denen starten wir auch gleich. Ames besteht aus 4 Mitgliedern, vorher waren 5 dabei und das 5. Mitglied wurde immer komisch getauscht und immer in der kürzesten Zeit und eigentlich war ein ganzer Song geplant. Wie gesagt, mit 5 Mitgliedern. Das ist dann aber alles irgendwie halt sehr chaotisch gewesen. Dadurch haben die sich dann doch für einen Mashup entschieden. Und der Mashup hat einen Fokus mit energetischen und komplexen Choreos. Also freut euch auf eine richtige Power-Performance. Bitte Applaus für Ames einmal. Yeah.
Ninja. Unseres Programms. Einmal ganz großen Applaus für Ames, bitte. Perfekt. Das Ende war ja doch nochmal so eine kleine Überraschung. Man dachte kurz, es ist vorbei, aber Nee, jetzt geht's weiter mit Mates. Das sind unsere kleinen Youngstars. Die dürfen einmal gerne hier nach vorne kommen. Mates zeigt euch auch, was sie gleich in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Also nochmal bitte einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für Mates. Multicolor Group. Miuko hat einen ganz großen Fokus auf K-Pop Girl Groups. Alle Tänzer haben unterschiedliche Tanzstile und trotzdem harmonieren alle perfekt. Also freut euch auf ganz viel Girl Group. Einmal ganz großen Applaus bitte.
und danach noch jemand sagt, dass alle Girlgroups gleich und langweilig sind, dann weiß ich auch nicht. Einmal großen Applaus, Leute! So, Leute, jetzt kommen wir zu Roots, meine eigentliche Gruppe, bei der ich leider nicht dabei sein kann. Einmal bitte hier nach vorne kommen, meine Lieben. Einmal großen Applaus, Roots! Uns gibt es tatsächlich schon seit 2019, deswegen sind wir auch die Wurzeln. Wir sind sozusagen, wie gesagt, die Ersten, die dabei sind. Wir sind seitdem wirklich so eine kleine, süße Familie geworden. Wir haben ein bisschen gestruggelt mit unserem ganzen Mashup, weil viel Chaos war, sehr viel Chaos mit keiner weiß, welche Songs wir nehmen, keiner weiß, was wir machen, und dann musste ich auch noch raus und wir mussten alles wieder umwerfen. Aber trotzdem haben wir es geschafft, also freut euch auf einen richtig coolen Mashup, der daraus entstanden ist. Einmal ganz großen Applaus bitte für Roots.
sagen, außer Hihi, Hut ab. Warte einmal ganz großen Applaus für Roots, bitte. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende unserer Performance. Trotzdem wird die Energie nicht nachgelassen. Jetzt kommen wir zu BU. Einmal bitte hier nach vorne kommen. Bei BU gab es auch ganz viel hin und her. Vorher waren es 16 Member, jetzt sind es nur noch 9. Heute sind es tatsächlich auch nur noch 8, weil einer fehlt. Aber das hält trotzdem BU nicht auf. Wir haben wirklich trotzdem Gas gegeben, alles hier, was sehenswert ist, auf die Bühne für euch zu bringen. Also bitte, einmal freut euch auf BU und ganz großen Applaus bitte. Ganz kurz hinter die Bühne, denn es gibt doch noch mal eine kleine Überraschung für euch. Und zwar werden die gleich zusammen noch mal den Titel Last Dance aufführen. Die fahren nämlich nächste Woche zu einem Contest in Dresden. Also bitte ganz großen Applaus für die letzte Performance. Deep world, 난 네 사랑에 미쳐가
Charlie, danke, dass ihr hier wart. Nochmal Applaus für mich, weil ich hier so mutig gestanden habe. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Gerne nächstes Jahr wieder, aber eigentlich auch nicht, weil du seid ja trans. Alle Videos, weil da ja die Kamera war, findet ihr dann auf unseren Social Media Kanälen. TikTok natürlich auch, das ist nur ein bisschen veraltet, deswegen ist das da noch nicht mit drauf. Großen Applaus für alle Tänzer nochmal.